Altersrente nach EM-Rente niedriger. Wie kann das sein? Mein Name ist Peter Knöppel. Ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich habe eine Anfrage bekommen auf Rentenbescheid24.de. So ungefähr lautet die: Ich habe bis August eine EU-Rente bezogen. Sie meint EM-Rente bezogen, also Rente wegen Erwerbsminderung bezogen. Im September bin ich übergangslos in die Altersrente gewechselt. Diese ist jetzt deutlich niedriger. Die Erklärung dazu ist, dass mein Mann im Jahr 2021 zu viele Einnahmen hatte. Er war selbstständig und mir ist deshalb der Zuschlag für langjährig Versicherte gestrichen worden. Ich würde gerne von jemandem wissen, stimmt das? Kann das sein? Meine Damen und Herren, ja sicher kann das sein. Denn unsere Kundin oder unser Kunde, der uns hier geschrieben hat, der hat wahrscheinlich auf die EM-Rente die sogenannte Grundrente bekommen, also den Zuschlag für Entgeltpunkte für langjährig Versicherte. Also das ist das Ding, was der Hubertus Heil im Jahr 2021 eingeführt hat, mit 33 Jahren Grundrentenzeiten. Und da ist es so, dass bei der Grundrente selbstverständlich Einkommen angerechnet werden kann. Und zwar auch das Einkommen des Ehegatten. Ja, so. Und dieses Ehegatteneinkommen kann dazu führen, dass der an sich bestehende Grundrentenanspruch, der über höhere Entgeltpunkte in die Rente mit einfließt, dann wiederum nicht zur Auszahlung kommt, weil dieses Einkommen angerechnet wird. Und in diesem Fall war es wahrscheinlich so, dass bei der Einkommensanrechnung für das Jahr 2023 das Einkommen des Ehegatten aus dem Jahr 2021 angefallen ist. Das war extrem hoch. Damit ist die Grundrente weg. Im Übrigen kein Einzelfenomen. 1,4 Millionen Grundrentenberechtigte, die an sich Anspruch auf die höhere Rente hätten, bekommen sie einfach nicht, weil Einkünfte aus dem vorvergangenen Jahr angerechnet werden. Meine Damen und Herren, ich bin der Meinung, dass eine Einkommensanrechnung auf die Grundrente nur durch eigenes Einkommen stattfinden darf und nicht durch abgeleitetes Einkommen von Ehegatten. Was hat das Ehegatteneinkommen bei einer Einkommensanrechnung bei der Rente zu tun? Die Grundrente, meine Damen und Herren, ist keine Sozialleistung im Sinne der Grundsicherung oder der Sozialhilfe, sondern sie ist eine Rentenleistung. Und der Rentenleistung ist die Einkommensanrechnung von Ehegatteneinkommen grundsätzlich fremd. Das gibt es sogar nicht einmal bei der Witwenrente oder bei der Erwerbsminderungsrente. Und früher gab es das auch bei der Altersrente nicht. Stellen Sie sich mal vor, man hätte bei der Altersrente in der Einkommensanrechnung oder in der Hinzuverdienstanrechnung das Einkommen des Ehegatten mit angerechnet. Das Ding wäre vor das Bundesverfassungsgericht gegangen. Und deshalb bin ich der Meinung, muss sowas hier in Deutschland von Sozialgerichten geprüft werden, ob die Einkommensanrechnung von Ehegatteneinkommen im Rahmen der Grundrente überhaupt zulässig ist. Meine Damen und Herren, aber bis es dahin eine gefestigte Rechtsprechung gibt, müssen wir uns mit diesem Ergebnis sozusagen zufrieden geben. Einkommensanrechnung in der Grundrente führt dazu, dass Rentenansprüche gekürzt werden können. Leider. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super, super starke, rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.